Czyli świetna gra. Ja. Yeah. Dann haben wir den nächsten Debütant, also Spieler, der zuerst bei meinem Turnier mitmacht. Und das ist der 13-Jährige, im Vordergrund der 13-Jährige Arne. Arne habe ich vergessen den Familiennamen, aber entschuldige. Arne Polocki? Arne... Arne Psikala. Okay, und er spielt auch gegen einen Debütant aus Ukraine.
mit Vorname Taras. Aber Familienname habe ich auch vergessen, also entschuldige. Und wir sind natürlich jetzt bei dem 122. internationalen Tennisturnier Rosenhof in Görlitz. Das sind die Quali-Spiele in Gruppen. Schöner Aufschlag von Arne. Super Rückhand. Weit in der Rückhand. Er bewegt sich gut. Sieht gut aus. Ah, das war schwer. Das war schwer. Okay, läuft Rückhand, Vorhand, okay. Bleibt am Netz und mit Flugball, ja. Das war ein bisschen zu viel. Ich gehe zum Arne und frage ihn, wie ist sein Form? Na, Taras, wszystko w porządku? Ist okay. Ist okay? Super. Arne, wie läuft denn? Ist das dein erstes Spiel heute, oder? Ja, mein erstes. Dein erstes Spiel? Erstes. Bist du nervös, oder? Ja. Bist du nervös? Ja, okay. Ich kann 6 finden. Okay, jetzt liegst du 5 finden? Ja. Okay, na los, gib Gas, ja? Okay, Taras gegen Arne. Arne gegen Taras. Aber gut, schöner Ball. Okay, bin ich wieder zurück. 0-15. Aber 6-5 führt Taras. Oh, was für ein Return von Arne. Schön. Down the line, umgekehrte Longline. Das heißt von der Rückhandseite. Laufen, super. Und der Arne macht ganz guten Eindruck. 13 Jahre, ist nett. Kämpferisch eingestellt. Ja, jetzt der Aufschlag war vielleicht doch auch zu schnell. Slice. Entschuldige, ich esse gleich, weil ich gerade gespielt habe und bin ich gleich wieder dran. Deswegen kommentiere und esse und genieße. Ist das vielleicht nicht die optimale Lösung, aber ich glaube, ihr verzeiht mir. Ihr, das heißt die, welche jetzt die Video anschauen. Vielleicht Arne, vielleicht Vater von Arne oder Kumpels von Arne. Ja, der Vorhand von Arne funktioniert einmal falsch. Es ist nicht einfacher Ball, geschnitten. Ah, jetzt hat Taras riskiert. Taras Risiko, Taras. Ich werde jetzt auch ein bisschen auf Polnisch kommentieren, weil unser ukrainischer Kollege. Okay, dann sind wir da lecker. Was wollte ich sagen, weil unser ukrainischer Kollege spricht kein Deutsch, nur Polnisch. Also, witam Tarasa. Świetnie, że święcisz swoją premierę w moim turnieju, że grasz. No i musisz stawić czoła młodemu. 13-latkowie, to zawsze nie jest takie proste. Set 7-5, ja? 6-4? 6-4? 6-4 wahrscheinlich. 7-5. Er sagte 7-5. On mówi, że 7-5. Okej. Okay. Bez zmiany stron teraz. Parzysta. 7-5, 12, 12.
Taras, nie ma problemu. Fajnie, że gra, że się śmieje, że biega, że... Super. Okay, den ersten Satz hat Anne 7-5 verloren. Also muss er jetzt sich anstrengen. Taras wollte ein bisschen riskieren, eine aggressive No-Turn, aber hat nicht so ganz geklappt. Er ist auch unzufrieden. Schöner Aufschlag. Warte, war ein Service. Arne. Und zweiter Aufschlag, die Drogi-Service. Oi. Ah, stimmt. Ja, sie. Da. 45. Schidwa, 3-2. Okay, ich verabschiede mich jetzt mit Arne. Ciao Arne, viel Glück. Und cześć, Taras. Wracam zaraz.